Gut. Das hätten wir. So, und wo geht es jetzt hier weiter? Ich weiß, hier drüben war hier irgendwas zum Randklettern. Ich weiß nur nicht, inwieweit mir das jetzt weiterhilft. Aber was weiß ich denn schon? Hep. Und hep. Und schauen wir jetzt hier mal. Ach da, ich sehe schon. Ich freue mich schon nicht. Oh komm, geh weg. Zwei von den Viechern. Ich hab's ja gesagt, ne, dass die früher oder später dann hier mit mehrfachen antreten werden. Aber ich wollte es ja selbst nicht glauben. Aua. Oh komm, nicht, nee. Zack. Ja, dadurch, dass er mich getroffen hat, hat das jetzt nicht so viel gebracht, aber was soll's. Ja, weg, weg, weg. So, sehr schön. Das Ganze normal. So, dass er auch drin bleibt am besten. Weg, 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 weg. Weich doch mal aus hier. Ja, Multiplikator ist schon wieder weg, dadurch, dass wir so viel Zeit gebraucht haben bis zum nächsten Schlag. Nee, ich mach das immer in die falsche Richtung. Immer ein bisschen doof. So. Hat er zwar jetzt geblockt, aber was soll's. Kriegen die auf jeden Fall down irgendwie. Los, drauf und feste und immer weiter und bam, Dolche in den Arsch. Dolche. Wir wollen ja bei den Dolchen bleiben. Wow. So. Ich finde mit dieser Technik hier, die ich jetzt hier gekauft habe, geht das eigentlich relativ gut. Also die bekommen auf jeden Fall Schaden meistens. Im Gegensatz zu den normalen, einfach draufschlagen, die treffen wir sie ja immer nicht. Ah, oh, das wollte ich ja auch mal so schön hin und her schlagen und sowas, aber das funktioniert bei denen hier eher schlecht. Einmal hochheilen bitte. Hier, hast ein paar von denen hier. Damit ich dich besser treffen kann. Genau, schlagt euch gegenseitig, ist noch besser. Bam! Oh, kommt ran hier. Oder auch nicht. Bleib weg. Noch besser. Der eine ist schon weg. Sehr schön. B, um Verliesschlüssel zu halten, habe ich. Jo. Nur noch der andere hier. Und wenn wir den einen geschafft haben, schaffen wir auch den anderen. Ich glaube, die haben generell weniger Panzerung als der andere hier, den wir bekämpft haben. So, bam, Junge. Weg bist du. Und nochmal so einen schönen Verliesschlüssel. Fragt sich nur, wozu wir jetzt die zwei gebrauchen können. Obwohl, ich könnte es mir schon fast vorstellen, wozu wir einen zweiten brauchen. Ob das auch so richtig ist, müssen wir gucken. Ah, wieder falsch gemacht. Da war ich wieder zu eifrig. So, nochmal. Und nochmal. Schon können wir hier rein. Dann brauchen wir dafür den zweiten vielleicht. Könnte sein. Oder auch nicht. Aber was ist das jetzt? Ist das ein Fahrstuhl oder was wird das? Aha. Treppe neigt sich. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Da liegt auf jeden Fall wieder eine Leiche. Mit einer Schriftrolle. Schuld des Thorir von Norwegen. Die engen Durchgänge zwangen uns, einzeln fortzuschreiten. Ich befahl den anderen vorzugehen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wurde. Als schon das Undenkbare geschah. Ich hörte weder das Klirren der Schwerter noch den Klang der Schilde, nur die gedämpften Schreie der Männer, die so plötzlich abbrachen, wie sie eingesetzt hatten. Ich kann immer noch nicht glauben, was meine Augen sehen. Meine Männer liegen regungslos in Steingräber in Menschenform verwandelt da. Welche ungestüme Macht hat sie wohl verflucht?
Vielleicht war es ihr eigener Kommandant, der sie mit seinem letzten Befehl verurteilte. Dieser alte, schuldige Körper verdient es nicht, noch einen Tag zu leben oder zu kämpfen. Ich bleibe hier, um meine Brüder auf ihrer schicksalhaften Reise zu begleiten und alle zu warnen, die meine Worte lesen. Lauft, ihr Narren! Ja, ne? Also, klingt nach Medusa, die dann einfach mal die Leute hier versteinert hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wir können jetzt hier... Können wir hier runtergehen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir probieren das mal. Was haben wir hier? Sieht auch nach einem versteinerten Gewebe aus oder sowas. Aber nichts, was ich jetzt hier im Moment wirklich machen kann. Darum gehen wir wieder zurück. Hätte ja sein können, dass hier jetzt irgendein Secret ist oder sowas. Medusa. My lord, the power of chaos is yours. Das klingt zu einfach. Fear the power of chaos. Ach, was wollt ihr denn jetzt hier? Ihr wollt doch nicht gegen mich antreten. Aureale. Stanley. Where is your sister? She won't be long. Look. Here she comes now. Medusa. Ja, das soll Medusa darstellen. Ich dachte, die komische Statue da hinten. Ah, okay. Ja, und sie ist vom Blut befallen. Das besudelte Blut. We can't let you leave here, my lord. Ich sagte doch, es wird zu einfach. Ach du Kacke. Deine Medusa hatte was mit Schlangen zu tun, nicht mit den Dackeln. Na, große grüne Gemüsepuddinggrütze. Okay. Lass mich raten, hierfür brauchen wir jetzt die Chaos-Energie, ja? Fragt sich nur, auf was wir das verwenden müssen. Gut. Ah, Mensch. Für die Barriere schon mal, das ist ja gut. So, und dann schauen wir mal, inwieweit wir das hier weiter gebrauchen können. Wir können auf jeden Fall sie einfach so anhauen. Ob das viel bringt, müssen wir gucken.
es geht. Wenn ich es denn mal treffe hier. Aber runterfallen kann ich auch nicht. Das ist auch sehr schön. Das mag ich. So. Ey. So, einmal kurz was trinken hier. Einfach weil es kann. Au. Kann ich die Tentakel hier hinten auch vernichten? Aber bringt das was? Das ist die Frage. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Okay. So. Yay. So. Ich glaube, das macht auch schon Schaden auf sie. Aua. Aber... gibt es jetzt hier keinen Schwachpunkt oder sowas mal? Wow. Spuck mir nicht voll hier mit deinen komischen Feuerbällen hier. Bleib mir fern einfach. Au. Doppel-Au. Das ist aber gut. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir hier auf sie gehen. Wie ist das denn jetzt, wenn wir hier jetzt mit den Chaos-Krallen mal draufhauen? Wir können nicht runterfallen. Und im Moment verlieren wir auch keine Energie davon. Das sieht an sich gut aus. Hapert aber noch eine Umsetzung. So, und damit kommen wir hier nicht ran. Okay. Au. Ich muss mich mal hochheilen hier, bitte. Boah, nee. Also ausweichen ist heute nicht mein Ding. Okay, ein Drittel wäre geschafft. Aha. Warte. Nein. Nein. Okay. Dann weiß ich nicht, was ich damit zu tun habe. Aber das finden wir auch noch raus. Vielleicht muss ich das festfrieren. Das wäre eigentlich eine gute Option. Darum hier auch ständig die Blutkugeln und sowas. So, hauen wir nochmal drauf hier. Oder auch nicht. Wir weichen das mal aus. Geht auch. So. Wieder einen Status erreicht. Ja, festfrieren. Okay. Und dann kann ich da hochklettern. Ähnlich wie bei den ganzen Titanenkampf und sowas. Hey! Ja, ich weiß ja nicht. Nein, nein, nein! Uah. Y, 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 Y